Ja, ich nehme die Wahl an. Vielen, vielen Dank. Ich kann es nicht ganz fassen, doch ich bin wahnsinnig auf. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank für dieses große Vertrauen, das natürlich verpflichtet. Die Grünen haben zwei neue Parteivorsitzende. Ricarda Lang und Omid Nuripur übernehmen von Annalena Baerbock und Robert Habeck. Auf dem digitalen Parteitag wurde Lang von rund 76% und Nuripur von rund 83% der Delegierten gewählt. Baerbock und Habeck bekamen beim letzten Mal mehr als 90%. Ist das Ergebnis also eine Enttäuschung? Wir müssen uns daran erinnern, die Grünen sind ja eigentlich keine Partei, die 90% Ergebnisse hat, sondern eigentlich so Ergebnisse um die 80 sind eigentlich gut. Robert Habeck hatte bei seiner ersten Wahl ohne Gegenkandidaten 81%. Annalena Baerbock hatte 64%, damals aber mit Gegenkandidatin. Also von daher, das ist ein solides Ergebnis, das ist für ihn ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Darauf können Sie auf jeden Fall aufbauen. Lang ist aktuell mit Corona infiziert und hielt ihre Bewerbungsrede aus der Isolation. Nuripur sprach auf der Bühne. Und beide machten klar, wie froh sie über die neue Rolle ihrer Partei sind. Es war so überfällig, dass wir endlich regieren. Es wird kein Selbstläufer, aber ich habe so Lust darauf. Regieren ist doch keine Strafe, das ist eine riesengroße Chance. Schon am Freitag hatten sich Baerbock und Habeck verabschiedet. Nach 4 Jahren an der Parteispitze. Ein letztes Mal stehen wir hier nebeneinander als Parteivorsitzende. Und das ist echt ein merkwürdiger Moment, aus vielerlei Gründen, das muss man sagen. Es wirkte ein wenig wie das Ende einer Ära. Aber was genau verändert sich nun? Zunächst einmal gibt es einen klaren inhaltlichen Unterschied zwischen der alten und der neuen Parteispitze. Annalena Baerbock und Robert Habeck waren beide Realos. Ricarda Lang gehört zum linken Parteiflügel. Omid Nuripur gehört zum Realo-Parteiflügel. Er ist Außenpolitiker, sehr profilierter Außenpolitiker. Und ich denke, entlang dieser Schwerpunkte werden sie sich auch in der Bundesspitze aufteilen. Aber mit dem Wechsel verschiebt sich auch Grundlegendes in den Strukturen der Partei. Baerbock und Habeck waren das klare Machtzentrum der Grünen. Aber jetzt ist die Partei Teil der Regierung. Und die neuen Vorsitzenden müssen eine andere Rolle einnehmen als ihre Vorgänger. Die Parteispitze wird ein bisschen unwichtiger, aber nicht unwichtig. Also die neue Aufgabe wird vor allen Dingen sein, zu fungieren als Scharnier zwischen einer Fraktion, die sich erst noch ans Regieren gewöhnen muss, gemeinsam mit der Fraktionsspitze, zwischen der Basis, die sich auch ans Regieren gewöhnen muss, die zwar regieren will, aber die eben auch noch an ihren alten Werten festhält, und natürlich zwischen der Regierung, die realpolitische Entscheidungen treffen muss, die eben auch hart sind. Gerade Lang machte klar, dass ihr die Herausforderung bewusst ist. Und dafür trete ich an, um auch im Spannungsverhältnis zwischen einer Partei, die viel verändern will, und der Realität einer Regierung was zu erreichen. Für diese Menschen und für diesen Planeten. Und dafür bin ich gerne bereit, auch meine schwierige Situation auszuhalten. Dafür bin ich gerne bereit, hart zu arbeiten. Aber wie geht es langfristig weiter für die Grünen unter Lang und Nuripur? Vor 4 Monaten führte die Bundestagswahl die Partei zwar in die Regierung, aber nicht, wie erhofft, ins Kanzleramt. Jetzt machten beide Kandidaten klar, wie der weitere Kurs aussehen soll. Er hat noch mal ganz deutlich gesagt, dass er bei der nächsten Bundestagswahl bei der K-Frage mitspielen möchte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Partei. Ich bewerbe mich dafür, meine Erfahrung einbringen zu dürfen, zusammen mit einer so starken und klugen Frau wie Ricarda. Wir werden den Wahlkampf zusammen nacharbeiten, um das nächste Mal noch erfolgreicher zu sein und auch Strukturen zu schaffen, die uns ermöglichen, mit Geschlossenheit und mit den Erfolgen, die wir erzielen werden, wieder in der K-Frage mitspielen zu können. Und sie hat auch alle Bürgerinnen und Bürger am Schluss angesprochen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, das gilt auch für Sie, das gilt für uns alle. Die Aufgabe, die vor uns liegt, diese Klimakrise zu bewältigen, die ist zu groß, als dass sie eine Partei alleine schaffen könnte, zu groß, als dass sie eine Regierung alleine schaffen könnte. Dafür brauchen wir Sie, dafür brauchen wir die ganze Gesellschaft. Das war natürlich auch ein totales Signal Richtung Volkspartei. Man kann hier sagen, die werden diesen Kurs weiter verfolgen. Das haben sie vorher deutlich gemacht, das haben sie jetzt nochmal deutlich gemacht. Damit können wir hier rechnen.